Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schneelande der Krone, das neue DLC von Pokémon Schwert und Schild. Und ja, wir sind hier immer noch auf dem Weg, all die Aufgaben zu machen. Und ich würde sagen, als nächstes ist die Legende der Giganten dran. Sieht nicht so aus, als hättest du mir was Neues zu berichten. Okay, jetzt sag mir aber nicht, wo stehen denn meine Notizen dazu überhaupt? Wo finde ich die denn? Ich weiß nicht. Naja, jedenfalls muss ich die Tempel von den nächsten Legendären finden, den Giganten. Das sind sicher nicht die ganzen Regi-Pokémon. Nein, nein. Ich habe nur keine Ahnung, wo die waren. Ich glaube, einen habe ich irgendwo hier unten gesehen. Hallo, ihr alle. Mal gucken, ob ein neues Pokémon da weiß, das ich bisher nicht gesehen habe, aber ich glaube nicht. Da ist der Baum. Das ist aber nicht richtig. Hier ist auch nichts. Wir fahren mal weiter. Huch. Kommt mir die komische Schneeflocke einfach in den Weg. Oh, was macht das denn hier? Ist das nicht ein Wasser-Pokémon? Für mich ist das so eins, das lebt im See und nicht... Es sitzt da einfach in der Wiese. Das ist aber seltsam. Oh. Ups. Das haben wir gut erwischt. Bronzong. Ich will aber eigentlich gar nicht gegen Bronzong kämpfen. Tschüss, Bronzong. Ah! Diese Wiese, was ist los? So viele Pokémon. Das scheint am Regen zu liegen, dass die hier überall spawnen. Oh, oh, süß. Das kann einfach wild spawnen. Ich bin immer wieder überrascht, wie hier diese voll entwickelten Drachen und so einfach auch frei spawnen. Das ist so seltsam. Es ist halt ungewohnt, ne? Okay, Leute. Seht irgendjemand irgendwo einen Tempel? Ich hab doch einen gesehen. Ich weiß nicht mehr wo. Ich fahre halt jetzt einfach mal. Zur Not schneide ich die unwichtigen Stellen raus, dann seht ihr das nicht, wie ich stundenlang im Kreis gefahren bin. Aha! 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 Ein Tempel. Okay. Hallöchen, ich bin's, wie geht's, wie steht's? Was sagst du da? Du hast eine rätselhafte alte Ruine gefunden? Wenn das nicht einer dieser Orte ist, an dem sich so ein Gigant aus den Legenden rumtreibt, fress ich einen Besen. Wie, das Tor ist aber verschlossen und hat eine rätselhafte Nachricht eingraviert? Das schreit nach einem passenden Titel für diese Expedition. Aufregende Entdeckung, legendäre Giganten und verschlossene Tore. Dankeschön, guter Titel. Na, ein wahrer Geniestreich, oder? Na schön, Expeditionsleiterin, dann mach dich mal ins Werk und zeig, was du kannst. Es regnet. Immer regnet es. Egal, was ich spiele, es regnet. Aha. Ja, war auch viel zu auffällig, dass da nicht was liegt. Okay. So. Nanu, auf der Tür steht etwas geschrieben. Lass das erste Pokémon einen Stein tragen, der es unveränderbar macht. Heißt das, ich muss einem Pokémon einen, wie heißen die? Ewigstein? Sind das Ewigsteine, mit denen sie sich nicht entwickeln? Geben? Würde ich jetzt mal vermuten. Habe ich einen Ewigstein, ist eher die Frage. Das wäre jetzt gut, wenn ich einen dabei habe. Aber wo sind die drin? Hier, nein, hier sind Bären. Hier sind Items. Ewigstein. Ein Evolit? Fast. Evolit ist nur... Nee, das ist nicht das. Ewigstein ist schon das Richtige. Habe ich keinen dabei? Ewiges Eis, reicht das? Anscheinend nicht. Minze, Minze. Ewigstein. Ah, ich habe tatsächlich einen dabei. Yes! So, du bekommst mal einen Ewigstein. Wahrscheinlich muss ich es ganz nach vorne setzen. Die Regis hatten ja immer so Aufgaben, bei denen man gewisse Pokémon im Team haben musste oder sowas. So, gucken wir mal. War das schon richtig? Nanu, auf der Tür steht etwas geschrieben. Lass das erste Pokémon einen Stein tragen, der es unveränderbar macht. Ah, es war richtig. Sehr gut. Erstes Rätsel, easy, easy. Muss ich die jetzt alle fangen? Habe ich überhaupt genug Bälle dabei?
Oh ja, ich habe so eine Le Hyperbälle, Ultraball. Ein Meisterball, aber den würde ich dafür ungern benutzen. Ja, geht so von der Anzahl, aber ich glaube, die muss man sowieso fangen. Deswegen, was ist das? Die riesige Pokémon-Statue blickt starr auf dich herab. Oh. Oh, warte, war das, kann man das random machen oder hatte ich es einfach durch Zufall direkt richtig? heute läuft aber. Plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft. Unglaublich, ich fasse es ja nicht. Wie kann man denn das durch Zufall richtig machen? Naja. Eine unglaubliche Gesteinsenergie strahlt von dieser Statue aus. Möchtest du sie untersuchen? Ist das erstmal Regirock? Wahrscheinlich. Was ist jetzt mit der Kamera passiert? Hi. Wie geht's? Wie steht's? Das ist Nachtara. Es ist shiny. Ich würde sagen, wir werfen erstmal einen Flottball. Warum bin ich hier in das Menü reingegangen? Kann man Bälle nicht woanders inzwischen nehmen? Ich glaube schon. Manchmal mache ich das richtig und manchmal nicht. Manchmal bin ich verwirrt. Okay. Ja, läuft bei mir heute, würde ich sagen. Sehr schön. Willkommen auf der Box, Regirock. Und auf Wiedersehen. Du vermerkst den Stand der Dinge. Als ich meinem Pokémon einen Ewigstein zum Tragen gab, öffnete sich die Tür und gab Regirock Preis. Okay. Dann hätten wir noch... Okay. Ich bin's. Du übernimmst dich hoffentlich nicht, Expeditionsleiterin. Wie bitte? Du bist dem Steingiganten Regirock begegnet? Saubere Arbeit, Expeditionsleiterin. Aber vergiss nicht, auch nach den anderen Giganten Ausschau zu halten. Viel Erfolg. Ja, der lief jetzt erstaunlich easy. Ich fürchte, die anderen zwei werden richtig schwierig. Die Frage ist jetzt nur, wo sind die anderen zwei Tempel? Sieht man die irgendwie aufgezeichnet? Nee, tut man nicht. Ist hier irgendwo einer? Da ist der andere Tempel, das ist auch nicht richtig. Da kann ich aber überall hinfliegen. Wir können ja mal, weiß ich nicht, hier hinfliegen. Okay, wir fliegen doch nicht, weil ich daneben gedrückt habe. Fantastisch. So, jetzt aber. Leute, aber wie gesagt, wenn ich nicht... Ach, ich bin schon da. Ups. Ach, da war ich. Ach, ich war hier. Ach, alles klar, okay. Aber mein Gesicht wird hier angezeigt. Ich bin verwirrt. Aber anscheinend bin ich hier. Was haben wir denn noch? Wir können da hinten zu der in Richtung der Schneeschlucht mal laufen. Oder Fahrrad fahren. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen schneiden. Weil ich glaube, das dauert, bis ich die Dinger finde. Selbst wenn ich wüsste, wo sie sind. Mein Orientierungssinn ist so schlecht. Ich würde sie trotzdem nicht finden. Oh, ein Aquana, ein wildes, cool. Hallo, wildes Aquana. Süß. Das ist Nachtara. Das ist quasi ein Bruder von dir. Das wollte ich nicht. Vielen Dank, linker Controller, der nicht richtig funktioniert. Das wollte ich. Sehr hilfreich. Ha, man sieht die... Wenn die aber alles so fies versteckt sind, wie der gerade eben, finde ich die ja niemals. Hupala. Ist das ein Barschwa? Bist du ein Barschwa? Sieht so aus. Hallo, sind Sie ein Barschwa? Ja, es ist interessant, dass man den oberen Teil nur sieht, wenn es schwimmt.
Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie ein Barschwa aussieht, wenn es schwimmt. Es versucht Hai zu spielen anscheinend. Okay. Ich habe echt vergessen, dass ich jetzt nicht Surfer einsetzen muss. Ich wollte eigentlich langsamer machen, um Surfer einzusetzen, aber ja, das braucht man hier anscheinend ja nicht mehr. Garados. Huch, wo bin ich hier rein? Ach, gratis Item. Kann man mal mitnehmen. Dafür muss man absteigen. Ein Leben-Orb. Oh, cool. Leben-Orb ist immer gut. Komme ich damit nur zu dem... Also, den nächsten Tempel habe ich gefunden. Er war direkt unten bei der Stadt. Sehr erfolgreich von mir. Sehr erfolgreich. Auf der Tür steht etwas geschrieben. Lass ein helles Geräusch ertönen, das den Stahlgiganten weckt. Okay. Ein helles Geräusch. Gibt es irgendwo eine Glocke? Was ist... Aber das... Sehr seltsam. Gibt es noch irgendwo Items? Oh. Okay, das wollte ich nicht machen. Gibt es hier irgendwas in der Nähe? Das ist ein Stein. Ein Baum. Natara, hast du eine Idee? Das war nicht hilfreich. Ein helles Geräusch. Es ist... Nein, nicht mich. Sehr seltsam. Ja, ich habe voll die Ahnung. Das erste Rätsel, das ich gemacht habe, war so einfach. Eigentlich wäre das ja das erste Rätsel. Das muss dann so auch einfach sein. Vielleicht, wenn ich mit Natara davor spreche. Natara, komm hierher. Sag mal was. Aber ganz hoch. War das schon gut? Habe ich vorhin nicht gepfiffen? Wartet. Ich meine, vorhin war das aus Versehen, aber es hat nichts gemacht, aber vielleicht. Wie dumm ist das einfach? Okay. Okay. Oh nein, das ist schon wieder ein Muster. Oh nein, ich muss tatsächlich die Muster auch noch richtig laufen. Oder ist das egal, wie man die abläuft? Ist die Reihenfolge egal? Vielleicht ist sie egal. Ich glaube, sie ist egal. Oh, wenn man treffen würde. Okay. Ist tatsächlich egal. Na gut. Plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft. Okay. Eine unglaubliche Stahlenergie strahlt von dieser Statue aus. Möchtest du sie untersuchen? Okay. Hi, Regestil. Ich würde sagen, wir setzen einfach direkt wieder einen Flottball ein. Auch wenn ich nicht glaube, dass Regestil genauso nett sein wird. Nee. Man kann ja nicht alles haben. Oh ja, das war ein netter Versuch. Ah, booste dich. Was machen wir denn? Natara sollte nicht zu viel Schaden machen, genau. Sehr gut. Oh nein, schütz dich. Mach doch nicht deine Verteidigung hoch. Na toll. Ich mache einfach gar keinen Schaden mehr. So war das nicht geplant. Aber es macht halt auch an Natara kaum Schaden. Oh, und Crit. Okay. Ja, Verteidigung erhöhen. Immer gut. Klasse. Theoretisch kann ich es jetzt nochmal angreifen, glaube ich. Dass es in den roten Bereich geht. Sehr schön. Wenn es jetzt gecrittet hätte, wäre das natürlich blöd gewesen, aber so ist ja alles gut. Na dann. Was haben wir denn hier?
einen Hyperball normalen. Okay, Mondball. Die ein anderes Geschlecht haben. Gilt kein Geschlecht als anderes Geschlecht? Das wäre jetzt so meine Frage. Köderball, Superball, Freundesball. Hm. Dann würde ich sagen, setzen wir den Hyperball ein. Rein mit dir. Und bleib. Oh, Nervensäge. Der andere war so fein. Du bist nicht fein. Ich wollte es nur gesagt haben. Er wackelt nicht mal. Es ist ihm so egal. Könntest du weniger stur sein, bitte? Ich habe nicht so viele Bälle und ich weiß nicht, wo man hier neue Bälle kauft. Vielleicht in Freezedale? Ich weiß es nicht. Nein, im Bahnhof, glaube ich. Ich glaube, da gibt es einen Laden. Da müssen wir mal hin. So. Nummer 2 gefangen. Yay. Nein, es bekommt keinen Spitznamen. Ab in die Box damit. Du vermerkst den Stand der Dinge. Als ich meinem... Ach nee, den Ewigstein hatten wir schon. Der nächste, der letzte Gigant, den ich noch nicht habe. Tief im Herzen der Schneeschlucht. Okay. Also muss ich in die Schneeschlucht als nächstes. Gut. Als ich mit den Fingern pfiff, öffnete sich die Tür und gab Registrierpreis. So, und dann haben wir noch den. Das ist, glaube ich, der neue. Es gibt ja neue Regis. Und am Drei-Wege-Pass. Wo ist denn der Drei-Wege-Pass? Finden wir gleich auf der Map. Wahrscheinlich darf ich mir da auch nur einen aussuchen. So wie mit dem Pferd. Hallo, ich bin's. Wollte mal hören, ob bei dir noch alles im Lot ist. Wie bitte, du bist dem Stahlgiganten begegnet? Gut gemacht, Expeditionsleiterin. Respekt. Aber jetzt nicht nachlassen. Die anderen Giganten wollen auch noch gefangen werden. Was macht er eigentlich? Er sitzt nur zu Hause. Das ist seine einzige Aufgabe. Er könnte auch mal was machen. So, wir gehen jetzt mal zurück. Zum Bahnhof? Bahnhof. Ich hoffe, da konnte man was kaufen. Hallo, verkaufen Sie Sachen? Ja. Das ist schön. Ich brauche ganz dringend Hyperbälle. So, das sollte ja hoffentlich reichen. Was verkauft er denn noch? Nichts Besonderes. Na gut. Auf Wiedersehen. Dann müssen wir als nächstes Richtung Schneeschlucht, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann ich da irgendwo in die Nähe fliegen? Kann ich nicht so richtig. Hier ist die... Doch, ich kann hier oben... Die rauschende Höhle. Drei Wege passt. Da hinten. Ach, da hinten muss ich hin. Okay. Das machen wir als letztes, würde ich sagen. Wir machen als erstes die Schneeschlucht. Auch wenn ich nicht mal ganz sicher bin, wie man da reinkommt. Habe ich ja erst einmal gemacht. Kann man ja vergessen. Oh, oh, ich habe ihn nicht erwischt. Das war ganz knapp. Meiner Meinung nach. So. Erstmal weg hier. Auf Wiedersehen. Das Ding ist immer noch, ich finde das so seltsam. Aber okay. Geht es hier hoch? Hier sieht es aus, als würde es hochgehen. Sieht richtig aus. Ist das hier die Schneeschlucht? Nein. Oh nein, ich bin zurück ins Dorf gefahren. Oh mein. Okay. Das war so traurig. Leute, ich würde aber sagen, das ist der richtige Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder in der Schneeschlucht beim nächsten Regi. Bis dahin, macht es gut und tschüss.